Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckerschneckenpublikum. Ich wünsche euch allen zusammen einen wundervollen Wochenstart. Und ich bedanke mich schon mal jetzt bei euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Video guckt. Und für die Neuen, die das erste Mal eingeschaltet haben, bitte abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer alles mitkriegt, was hier im Nagelstudio so abgeht. Jetzt aber von vorne. Es freut mich, euch endlich das abgeschlossene, vollkommen fix und fertige, abgeschlossene Projekt präsentieren zu dürfen über unseren wundervollen Ford Transit, den ich, wie immer ihr mich schon kennt, samstags morgens Langeweile gehabt, vor eBay Kleinanzeigen gesessen habe, bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe, und zwar einen Ford Transit, Baujahr 1978. Wie ihr es ja kennt, manchmal sieht man so eine Annonce und man weiß nicht, ob man da irgendwie was mitmachen soll oder ob es sich überhaupt gar nicht lohnt. Ne? Hier in diesem Fall war es auch auf jeden Fall so, dass da so zwei, drei schlechte Bilder drin sind, wie in den Annoncen immer. Und dann steht da einfach nur technische Daten vor, Transitboy 78 und fertig. Ne? Ich habe aber bei dem Fahrzeug irgendwie ein Potenzial gesehen. Ne? Weil was sieht man für Ford Transit sonst immer? Sonst kommen die von der Feuerwehr oder ehemalige Krankenwagen oder was auch immer. Und dieses Fahrzeug ist zivil und das ist äußerst selten. Die Fahrzeuge wurden doof und dusselig geprügelt, haben in Deutschland Salz gesehen und sind, eigentlich konnte man die nach größtenteils 10 Jahren alle zusammenfegen, und deswegen gibt es auch dieses Auto eigentlich fast nicht mehr. Also wir haben jetzt ganz oft geguckt, auch während der Restauration, ob wir so ein Auto finden, aber kein Glück, ne? Feuerwehren mit wenig Kilometer und so gibt es noch mit so einer Behördenausstattung oder Krankenwagen, ja, aber zivile Ford Transits sind wirklich, wirklich sehr rar gesät, und es hat auch immer nicht viel Sinn gemacht, denn die Leute wollten alle einen T1, T2 VW-Bus haben und die sind im Wert hochgegangen ohne Ende, und so Ford Transit ist eigentlich fast überhaupt gar nicht gehandelt worden. Ne? Ja, meistens sind die alle auf den Schrott geschmissen worden. Ne? Aber fangen wir mal an. Ich habe euch jetzt hier mal so Videos zusammengeschnitten, wo wir das Fahrzeug gekriegt haben, und ich möchte euch ein bisschen was dazu erzählen. Also wir haben den genau so aus der Scheune geholt, und man kann hier sehen, das Auto ist gelaufen bei Hotel Wiesengrund Bad Münder. Und zwar ist der irgendwie nur eingesetzt worden als, keine Ahnung, zum Einkaufen fahren und größtenteils Bahnhofstransfer haben die damit gemacht. Ne? So die Gäste vom Bahnhof abgeholt oder sonst irgendwas. Ne? Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und dieses Hotel Wiesengrund in Bad Münder ist irgendwie Anfang der 90er Jahre pleite gegangen. Und da ist das Auto auch in der Scheune verschollen. Ihr seht euch mal, schaut euch mal an, wie der Motorraum aussieht. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Ne? Also es ist nichts durchgerostet, ne? Aber er ist eben halt, wie gesagt, in so einer Scheune gestanden, und dann fängt ja natürlich überall das Blühen an. Der ganze Staub ist da noch drauf. Ihr seht das alles so. Und wir wussten auch wirklich nicht so ganz genau, was wir mit dem Fahrzeug machen wollen, weil wir wissen nicht, wie so ein Fahrzeug gehandelt wird. Wir wissen nicht, was so ein Auto wert ist. Und man weiß natürlich auch nicht, was... Ja, hier diese Trittstufe ist natürlich der absolute Highlight da dran. Ne? Ja, sowas sieht man nicht. Ne? Ich glaube, die Feuerwehren, ich weiß es nicht, schreibt's unten drunter, haben das auch nicht. Ne? Zumal diese Innenausstattung, diese braunen, beige gestreifte Innenausstattung natürlich super war. Ne? Ja, der Himmel, der sah ganz gut aus. Der war soweit sehr, sehr gut. Das Schiebedach oben, das ist ein bisschen ärgerlich, dass er das hat. Ne? Naja, ich will euch mal so einen kurzen Einblick geben. Ich will dieses Video mal komplett komprimieren, wie das Fahrzeug zu uns gekommen ist, was für ein Restaurationsaufwand das gewesen ist. Und wie er heute aussieht, zeige ich euch natürlich komplett nachher. Ja, also ihr seht, da ist der Originalauspuff sogar noch drunter. Dieses Fahrzeug soll 57.000 Kilometer gelaufen haben. Und ich glaube das auch. Der Motor läuft ganz, ganz seidenweich. Man kann da fast ein 2-Euro-Stück auf den Ventildeckel stellen. Und man sieht auch, der Auspuff ist original. Die Pedalgummis waren nicht groß durchgetreten und hat allgemein kaum Verschleißspuren an allen Sachen irgendwie gehabt. Also diese Kilometer von 7, knapp 58.000 Kilometer scheinen wirklich sehr echt zu sein. Ne? Naja, auf jeden Fall haben wir ja hier schon in der Bestandsaufnahme festgestellt, dass der wirklich, wirklich sehr, sehr gut vom Zustand her ist und nicht unrettbar verloren, wie die ganzen anderen seiner Artgenossen wohl. Ne? Durch dieses jahrelange Stehen in der Scheune, also ist da nicht komplett alles weggefault. Normalerweise sind da wirklich die ganzen Innenkotflügel vollständig weggefault. Vorne die Kotflügel und die Innenradläufe, alles. Ne? Und das haben wir hier in der Bestandsaufnahme gesehen, dass es wirklich, wirklich gut ist. Und aufgrund seiner Seltenheit eben mit der Ausstattung, und dass es ein ziviles Fahrzeug ist und er natürlich technisch einwandfrei ist, der Motor läuft ganz, ganz fantastisch, Getriebe schaltet sich alles wirklich gut, keine Radlagerprobleme und nichts, haben wir uns natürlich dazu entschlossen, den so peu à peu irgendwie nach und nach fertig zu machen. Ne? Ihr wisst ja, dass wir unser Hauptaufgabenbereich in der Autogas
Umrüstung eben halt haben und wir solche Autos eben halt dann nur nebenbei machen können. Ne? Hier hat Domi jetzt schon angefangen, alles abzuwaschen, alles, was dann so mit Schwarz und dem Bodenschutz drauf gekommen ist. Hier haben wir schon den Ventildeckel runtergebaut und haben da schon Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung, Pulver beschichtet. Zahnriemen haben wir auch schon neu gemacht. Oh, hier unten hatten wir noch einen riesen Dings. Das seht ihr aber nachher, wenn Daniel jetzt da hinten auch Radlauf ist, sehr schlecht. Hier haben wir den Vergaser im Ultraschallbad gehabt, weil er vom langen Stehen eben halt relativ schlecht Gas angenommen hat. Da haben wir schön Ultra im Ultraschallbad gereinigt. Dann haben wir richtig schön die Kaltstartanreicherung eingestellt, damit diese Kaltstarteimer, der hat ja keinen Schok mehr, keinen eigentlichen, sondern eben halt eine Kaltstartanreicherung. Und die haben wir da eben richtig schön wieder eingestellt und den Vergaser im Ultraschallbad sauber gemacht und alles, damit der auch erstmal wieder ordentlich läuft. Also das war jetzt erstmal unser Hauptaufgabenmerk, dass das Auto technisch erstmal einwandfrei läuft und wir eine gescheite Probefahrt machen können. Ne? So, da haben wir jetzt schon wieder alles zusammen und da haben wir schon den Zahnriemen gemacht, da haben wir jetzt die Wasserpumpe noch nicht, das kommt später erst, Zahnriemen gemacht und Ölwechsel gemacht, die Flüssigkeiten raus, Bremskraftverstärker hatten wir raus und den haben wir gesandstrahlt und erstmal wieder eingebaut, damit wir eine Probefahrt machen konnten. Und ab geht's mit Dome, eine Probefahrt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Videos alle verfolgt habt, aber ich möchte das jetzt trotzdem mal komplett mal einmal komprimiert in einem Video zeigen. So, da haben wir schön, sind wir schön eine Runde gefahren mit dem Auto und der lief wirklich perfekt. Ne? Ja, das fanden wir immer so ein bisschen schade, dass wir keine Zeit hatten, und um uns mehr um diese Autos zu kümmern. Und das immer so nebenbei gemacht werden muss. Ihr wisst ja, wir sind immer nur so ein paar Leute. Und unsere Leidenschaft, was die Oldtimer betrifft, bleibt dann natürlich auf der Strecke. Wir müssen uns natürlich um unser Hauptaufgabenbereich, die Autogasumrüstung, kümmern. Und da haben wir natürlich dann immer ein bisschen wenig Zeit, um diese Oldtimer eben halt zu machen. Ne? Ja, und hier kommt Daniel jetzt ins Spiel. Daniel hat sich bei uns vorgestellt und wollte bei uns anfangen zu arbeiten. Er ist Lackierer und macht Karosseriearbeiten und schraubt auch an Autos rum. Und da seht ihr, wie er schon am Basteln ist. Und dann habe ich mir einfach überlegt, weißt du was, den stellst du jetzt erstmal in den Transit hin und das soll mal so eine Probearbeit für ihn werden und wollten mal gucken, wie er sich dabei anstellt, wenn er eher so ein Auto komplett restaurieren soll. Ne? Also ich habe das ja ganz oft, dass sich Leute bei mir vorstellen und die eine ganz große Schnute haben, von wegen, was sie alles können und was sie alles schon gemacht haben und im Endeffekt kommt nicht viel bei raus. Daniel war da so ein bisschen anders. Der kam her und hat gar nicht viel gesagt, oh, ich bin Lackierer und ich bin Maler und ich habe schon Autos lackiert und ich habe jetzt hier schon gearbeitet und da schon gearbeitet, in der Autowerkstatt jahrelang und alles. Ne? Und habe ich mir das angeguckt und gesagt, du pass auf, jetzt eigentlich gar nicht so wüsst was zu tun, aber den Transit, den hätte ich gerne restauriert. Schnapp dir den und mach das eigenständig, mach das Auto da fertig. Ne? Naja, und dann hat Daniel natürlich den Bärenanteil gemacht und ich habe ihn dann natürlich unterstützt mit den ganzen Sachen, von wegen beratend tätig und wie ich was machen würde und was nicht alles. Und Daniel und ich, wir sind uns da super einig gewesen in allen und er passt natürlich auch super in unser Team. Er harmonisiert sehr gut mit uns und deswegen freuen wir uns, dass wir ihn jetzt haben und dass wir ihn diesen ganzen Oldtimer-Bereich, den wir natürlich auch abdecken wollen, komplett im Prinzip überlassen können. Ne? Deswegen richten wir hier hinten auch die Werkstatt komplett neu ein, wo dann unsere Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge auch ordentlich durchrestauriert werden können. Ne? So, hier wird er jetzt die Motorhaube noch erstmal füllen. Ich hab die Videos alle komplett, aber ich wollte es jetzt hier, wie gesagt, nur nochmal so ein bisschen komprimieren. So, Maletti zeigt jetzt erstmal die böse Stelle und jetzt geht es erstmal richtig ins Eingemachte und zwar die ganzen Riesenteile an Blech rausflexen. Alles, was da so komplett durchgerostet ist. Hier zum Beispiel müssen wir alles rausschneiden und da habe ich mich ja entschlossen, da habe ich einen kompletten neuen Radlauf reingemacht. Da bringt das nichts, wenn man jetzt hier irgendwie groß irgendwo dran rumschweißt. Ne? Da unten habe ich ein ordentliches Blech gekannt, ich habe das ordentliche Blech, das habe ich leider nicht gefilmt, aber hier, ihr seht ja, wie ich den Radlauf rausgeschnitten habe, den Radlauf neu gemacht habe, weil das ist, Daniel macht noch nicht so groß Karosseriearbeiten, mit Schweißen und so Krams ist etwas, wo er sich noch nicht so gut mit auskennt. Ne? Das macht nichts, Learning by Doing, das kriegt er bei uns schon nach und nach mit und ein bisschen was kann ich ja natürlich, oder beziehungsweise muss ich ja natürlich auch noch machen. Ne? So, der Radlauf ist drin. Jetzt geht's munter weiter hier.
sieht das schon ganz wild aus. Da hat er schon jetzt richtig ordentlich alles abgeschliffen, komplett unten bis aufs Blech. Und wir müssen ja natürlich auch gucken, was da unten drunter ist, ne? Was für böse Überraschungen uns da erwarten. Ne? Also wie gesagt, Daniel hat jetzt fast 5 Wochen an dem Auto gearbeitet. Was natürlich das ganze Einschweißen betrifft, habe ich natürlich größtenteils gemacht. Daniel hat auch ein bisschen was gemacht, hat da schon was bei gelernt. Und die ganzen Vorarbeiten waren natürlich wirklich extremst aufwendig und extrem viel. Ne? Jetzt freut es mich, euch endlich das fertige Auto komplett präsentieren zu können. An dem Auto geht wirklich alles. Es klappert nichts, es rappelt nichts und das Auto sieht wirklich aus wie neu, von innen und von außen. Also ganz wenig Gebrauchsspuren. Und wie gesagt, wir haben wirklich Liebe zum Detail walten lassen. Die Felgen, die haben wir in weiß, cremeweiß gemacht, die Stoßstangen auch, Chromringe dazu, schwarze Kappen. Und das Gute ist natürlich, die Kappen, die haben wir, die Trittstufe ist natürlich der Hammer, ne? Die haben wir auch schön schwarz glänzend lackiert. Sieht aber natürlich wunderbar aus, ne? Glücklicherweise habe ich die Kappen hinten auf den Felgen noch gefunden, die schwarzen. Und vorne haben wir die Staubschutzkappe eben halt auch schwarz gemacht und so sieht es eben halt komplett wunderschön aus, ne? Ja. Wir gehen nochmal außen rum und gucken nochmal, wie die Arbeit insgesamt aussieht. Wundervoll. Wie oft sieht man so ein Fahrzeug heutzutage noch auf der Straße? Das ist ja eben halt das Komische, ne? Warum so ein T1, T2, T3 VW-Bus, warum die so teuer sind, obwohl es da noch viel, viel mehr von gibt. Und so ein Ford Transit, was ja nun wirklich historisches deutsches Kulturgut ist, warum die eben halt so wenig Wertschätzung erlebt haben und warum diese Fahrzeuge so gut wie nie restauriert werden oder eigentlich nicht mehr da sind. Ne? So, jetzt habe ich aber echt Spaß daran, euch den wundervollen Motorraum hier zu zeigen. Guckt euch das an, was Daniel sich dafür Mühe gegeben hat. Wir haben den ganzen Bremszylinder nochmal in schwarz lackiert und das seht ihr da, den Ventildeckel. Das wollte ich nicht so, den hatten wir ja schon schwarz Pulver beschichtet, das mit dem Ford Lichtblau so toll und deswegen haben wir die Zahnriemenabdeckung nochmal komplett runtergebaut und in Lichtblau lackiert und den Ventil Deckel auch. Des Weiteren haben wir ihm gleich eine neue Wasserpumpe verpasst, neues Thermostatgehäuse und alles. Und Daniel ist damit dann natürlich auch nochmal nach Hause gefahren und hat nochmal ordentlich eine Probefahrt gemacht, ob jetzt auch wirklich alles gut und alles dicht ist. Und ich muss euch sagen, das Auto läuft wirklich fantastisch und es freut mich jetzt, euch den direkt anbieten zu können. Wir stellen das Fahrzeug auf eBay in eine Versteigerung rein, das jetzt aber erst am Donnerstag den... Was haben wir denn Donnerstag für ein Datum? Donnerstag, den 30.07.2020, stellen wir den bei eBay ein. Warum am Donnerstag? Weil eBay, die längste eBay-Versteigerung läuft 10 Tage. Das heißt, wenn man den donnerstags einstellt, läuft er über 2 Wochenenden und endet dann genau auf einem Sonntag. Ne? Und das ist immer das Gute. Aufgrund der Statistik sagt man, dass eBay-Angebote, die am Sonntag ablaufen, bis 30% mehr bringen. Und diesen Trick, den verwenden wir natürlich auch. Und deswegen kommt das Fahrzeug Donnerstag Nachmittag bei eBay rein und läuft dann 10 Tage später, Sonntag darauf, ab abends so. Ne? 20 Uhr ist immer so das Beste. Ne?
Ich werde ihn heute nochmal bei eBay Kleinanzeigen einstellen, bis Donnerstag, bis er in die Versteigerung geht und vielleicht möchte den ja einer haben. Und deswegen, dann brauche ich den vielleicht doch gar nicht bei eBay einstellen. Ne? Wie auch immer. Oder es meldet sich natürlich hier einer auf das Video, der das Auto haben möchte. Ne? Ich möchte, wie gesagt, 15.000 Euro für das Fahrzeug haben, welches ohne Fahrzeug, ohne Materialkosten und ohne alles eigentlich nur fast Daniel seiner Arbeitsstunden bei uns in der Werkstatt entsprechen. Ne? Also es ist wirklich ein Schnäppchen und wer sich in das Fahrzeug verliebt hat und genauso begeistert ist wie wir, der kann sich gerne an uns wenden und kann sich das Fahrzeug angucken und ihn letztendlich dann von uns käuflich erwerben. Vielen, vielen Dank fürs Gucken des Videos. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns später wieder mit Autos aus der Werkstatt, die wir diese Woche umrüsten. Das sind ja auch wieder reichlich für euch. Ne? Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis später.